Schön, oder? Das ist das Hamelner Loch oder ein Teil davon. Das Weserbergland. Direkt an der Weser, da liegt eine Stadt mit einer hübschen Altstadt. Da gibt's wirklich prunkvolle Weserrenaissance-Gebäude. Ein Juwel der Weserrenaissance. Hameln. Anderswohin unterwegs. Mein Name ist Uli. Ich bin heute in der Stadt Hameln an der Weser. Die Stadt hat etwa 60.000 Einwohner. Sie liegt südlich von Hamburg und Bremen, direkt an der Weser. Hier liegt Hannover, das hier ist Minden und südlich davon liegt Hameln. Die Stadt, die hat ein nettes Zentrum, die hat eine sehenswerte Fußgängerzone und in der Altstadt, da gibt es viele kleine verwinkelte Gassen. Hier findet man viele Fachwerkhäuser und farbenprächtige Bürgerhäuser. Das alles sind steinerne Zeitzeugen der Vergangenheit. Denn in Hameln, da strahlt das Zeitalter der Renaissance bis heute. Weltbekannt ist Hameln wegen der Rattenfängersage. Dem Rattenfänger von Hameln und seiner Geschichte begegnet man an vielen Orten in der Stadt. Am Hochzeitshaus zum Beispiel. Hier erzählt ein Glockenspiel mit 37 Glocken und umlaufenden Figuren die Geschichte des Rattenfängers von Hameln. Dreimal täglich öffnet sich die Bronzetür und das Spiel beginnt. Im Jahr 1284 kam ein Rattenfänger nach Hameln. Er versprach gegen Bezahlung, die Stadt von allen Mäusen und Ratten zu befreien. Man willigte ein und am nächsten Tag zog der Rattenfänger durch die Stadt. Mit der Musik aus seiner Flöte lockte er die Ratten und Mäuse an, die ihm und seiner Musik aus der Stadt heraus folgten und in der Weser ertranken. Doch die Einwohner von Hameln wollten den Rattenfänger nicht bezahlen. Da kehrte der Rattenfänger als Jäger verkleidet an einem Sonntag, als die Erwachsenen in der Kirche waren, zurück. Er spielte wieder auf seiner Flöte, diesmal folgten ihm die Kinder aus Hameln aus der Stadt heraus und sie blieben verschwunden. Der Kern dieser Geschichte, vielleicht sind es auch zwei Geschichten, die man zusammengewürfelt hat zu einer, könnte passiert sein. Im 13. Jahrhundert nämlich brachten Rattenplagen sogar die Pest nach Europa. Rattenfänger gab es also. Der Teil mit dem Kinderauszug, den wir hier gerade als Spiel sehen, der könnte einen anderen historischen Hintergrund haben. Vermutlich waren die Kinder von Hameln Jugendliche, die von adligen Territorialherren zur Siedlung im Osten angeworben wurden. Damals siedelte man Nachwuchs in Siebenbürgen, Mähren, Pommern und im Deutschordensland an. Ob das stimmt? Über den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte rätselt man bis heute. Ein Hinweis auf die Geschichte des Rattenfängers findet man am Rattenfängerhaus in der Fußgängerzone. Das Haus wurde um 1600 gebaut. Seit 1900 heißt es Rattenfängerhaus. Sein Name Rattenfängerhaus kommt von einer Inschrift an einem Holzbalken am Haus. Hier steht, im Jahre 1284, am Tage von Johannes und Paul, es war der 26. Juni, wurden durch einen bunt gekleideten Pfeifer 130 in Hameln geborene Kinder entführt. Der Holzbalken, der ist am Haus Richtung Bungerlosenstraße. Der Sage nach führte der Rattenfänger die Kinder durch diese Bungerlosenstraße aus die Stadt heraus. Bunge heißt Trommel, Bungelos heißt Trommellos, also ohne Trommel. Denn in dieser Straße wurde nach dem Auszug der Kinder das Spielen von Musik für alle Zeit verboten. Ich glaube, das gilt sogar noch heute. Hübsche Fachwerkhäuser. Wir gehen mal die Fußgängerzone runter. Auch hier ist der Rattenfänger zu finden. Ornamente und Figuren als Schmuck. In Hameln ist das einzige Fachwerkhaus der Renaissance mit figürlichen Darstellungen. Das Stiftsherrenhaus wurde 1558 vom damaligen Bürgermeister Friedrich Poppendieck gebaut. Das Haus und das Haus daneben sind heute Museum. Das Hochzeitshaus, das Fest- und Feierhaus der Bürgerschaft. Hier gab es einen Festsaal, eine Stadtwaage, den Gerichtssaal, Wein- und Ratschenke, Rüstkammer und eine Apotheke.
Hinter der Marktkirche, da liegt der Pferdemarkt. Auf diesem Platz haben im Mittelalter auch die Ritterturniere stattgefunden. Hier sind wir in der Fischpfortenstraße. Die Straße führte früher zu einem Durchlass in der Stadtmauer, von da aus ging es zur Weser. Jetzt streifen wir weiter durch die Altstadt. Überall prächtige Fachwerkhäuser, wahre Schmuckstücke sind darunter. Damals hat man sich wirklich noch Mühe gegeben beim Bauen. Da ist nichts mit Stahlgerüsten und großen Glasfassaden. Es sieht einfach nur herrlich hier aus. Wir sind wieder im Hochzeitshaus. Die Apotheke da drin, die wurde übrigens ab 1822 von einem Apotheker mit Namen Sertürner betrieben. Der Mann ist der Entdecker des Morphiums. Ich wollte noch was zur Weserrenaissance sagen. Das ist ein Baustil, den findet man an der Weser und an ihren Nebenflüssen. Gebaut wurde der Stil im 16. bis Mitte des 17. Jahrhunderts. Das gibt es in der Architektur und auch bei Möbelstücken. Das ist eine Mischung aus italienischer und westeuropäischer Renaissance. Erkennen kann man die Häuser an den kunstvoll verzierten Giebeln, den sogenannten Utluchten, das sind Erker, die bereits ebenerdig beginnen, und an zweigeteilten Fenstern. Inzwischen sind wir an der Rattenbrücke angekommen. Man sieht die Ratte in Gold. Die Brücke führt über die Weser auf die Insel Werda. Da gibt es übrigens einen Biergarten. Das war's aus Hameln. In diesem Sinn, tschüss.